Eines vorweg, mir persönlich ist es grundsätzlich völlig egal, welche Vorlieben und Fantasien manche Menschen haben. Solange das Ganze strafrechtlich nicht relevant ist und niemand dabei zu Schaden kommt, soll jeder in seinen eigenen vier Wänden tun und lassen können, was er will. Das ist mir völlig egal. Aktuell sorgen die Auftritte von sogenannten Drag Queens, also Männer, die sich mehr oder weniger gut als Frauen verkleiden, in Wiener Kindergärten für Diskussionen. In der Villa Wieder an der linken Wienzeile soll am 16. April der Queens Brunch stattfinden. Eine Drag-Kindershow mit Drag-Performances, somit Stories of Love and Adventure, also Männer, die in Frauenkleidern und knappen Dessous herumhüpfen. Die Show ist laut Veranstaltern für 12-jährige Kinder und jüngere Kinder. Das Mindestalter zur Teilnahme sei 5 Jahre. Politisch gibt es Gegenwind von der ÖVP und der FPÖ. Auch Eltern laufen gegen die Veranstaltung Sturm. Alles extreme Rechte, wie Markus Sulzbacher, Redakteur der umstrittenen linkslastigen Tageszeitung Standard, sagt. In einem Tweet rückt er zur Verteidigung der Transvestiten aus. Den Widerstand gegen das Auftreten vor kleinen Kindern von ordinär verkleideten Männern nennt Sulzbacher eine rechte Mobilisierung. Beim Profil scheint man das ähnlich zu sehen. Das Magazin sieht die vulgären Drag-Shows als farbenfrohes Feindbild der FPÖ. Der Anlass? Wiens FPÖ-Boss Dominik Knepp warnte zuvor vor einem Transgender-Irrsinn, fordert ein Verbot von kinderschädlichen Drag-Veranstaltungen. Ja, und auch bei dieser Diskussion wird der antidemokratische Geist unserer Zeit einmal mehr sichtbar. Wer nicht für diese Auftritte von Drag-Queens in Kindergärten ist, der ist ein Rechtsextremer, ein Schwurbler oder ein Verschwörungstheoretiker. Besonders skurril wird die Diskussion, wenn man bedenkt, dass in vielen Kindergärten traditionelle Feste aus pädagogischen Gründen schon vor vielen Jahren abgeschafft wurden. So wurde in vielen Kindergärten das Martinsfest einfach in ein Sonne-, Mond- und Sternefest umgewandelt, weil man Rücksicht auf Kinder mit Migrationshintergrund nehmen möchte. Bereits im Jahr 2006 hat der Standard berichtet, dass der Nikolaus in Wiener Kindergärten Hausverbot bekommt, weil die Kinder zu große Angst vor dem alten Mann mit weißem Bart hätten. Früher habe es nach dem Besuch der Gesellen teils extrem verstörte Kinder gegeben, begründet damals eine Sprecherin von SPÖ-Jugendstadträtin Grete Lasker den pädagogischen Paradigmenwechsel. So schaut's also aus im bunten Österreich. Der Nikolaus bekommt Hausverbot, während skurril verkleidete Männer Vorlesungen und erotische Tanzeinlagen vor kleinen Kindern vorführen dürfen. Ich kann jedenfalls alle Eltern verstehen, die Bedenken gegenüber solchen Aktionen haben. Und es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass auf die Sorgen der Eltern eingegangen und nicht von Seiten mancher Journalisten und Politiker die Moralkeule ausgepackt und somit jede sachliche Diskussion unterbunden wird.